Ich heiße euch willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo hier auf dem Kanal von Jens. Heute geht es um Altergeist. Altergeist allgemein, das ist ein Archetype, den gibt es ja jetzt schon eine Weile mit Circumbreak. Aber jetzt ist er erst wirklich spielbar durch den neuesten Support mit Altergeist Multifaker. So, was macht das Deck? Was ist das Deck? Fangen wir erstmal an, so ein bisschen, auf was die Karten aufgebaut sind. Das sind alles weibliche Fabelwesen, steht im Yu-Gi-Oh! Wikia. Und das Ganze ist halt so ein bisschen als mit Cyberspace kombiniert, weil es halt. Veins halt, Internet, passt halt. So. Was gibt's so für das Fabelwesen darunter? Die Harpie kennt man, die Medusa. Oder Quatsch, hier ist die Medusa, die Sirene und so weiter. Und dann das soll eine Fee sein, eine Pixie stand da irgendwie, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Marionette ist eine Puppe, also alles Mögliche. So, dann gibt es hier noch einen Centaur. Und wie ist der Playstyle des Decks? Also das Deck spielt sich so ein bisschen auf Stun, Lockdown, Control. So. Fangen wir mal ein bisschen so an, die einzelnen Karten vorzustellen. Es gibt, wie gesagt, den Centaur, der wird eigentlich nicht gespielt. Vielleicht als One of them Side Deck, so ist halt eine Nice-to-Have-Karte, aber braucht man eigentlich nicht. Gut, Marionetta. Marionetta ist eins eurer Core-Engine-Karten. Marionetta sagt aus, wenn er beschworen wird oder wenn sie beschworen wird, settet sie euch eine Altergeist-Karte aus eurem Deck. Also die Manifestation aus Protokoll in dem Fall. Und ihr zweiter Effekt ist auch ziemlich krass. Sie sagt aus, ihr könnt eine Altergeistkarte, die ihr kontrolliert, weglegen und dafür eine Altergeistkarte vom Friedhof holen und beschwören. Also ein Monster. So. Das Ganze ist natürlich auch krass. Ihr könnt natürlich auch die geholte Falle, nachdem ihr die nächste Runde aktiviert habt, nutzen und die dann weglegen für ihren Effekt. Also gibt es einige Kombinationsmöglichkeiten. Zeige ich dann in den Replays. Multifaker, also die Karte, die das Deck jetzt wirklich spielbar macht. Wenn eine Falle aktiviert wird und resolved, könnt ihr sie von der Hand specialen. Dann, wenn das Monster gespecialt wird, egal wie, könnt ihr einen Altergeist aus dem Deck specialen. Also. Zum einen natürlich versucht man durch seinen eigenen Effekt zu beschwören, indem man eine Falle aktiviert. Aber ihr könnt ihn auch im Notfall mit Marionette vom Friedhof Special und seinen Effekt zu triggern oder halt mit Monster Reborn. Gut, dann die Harpie. Die Harpie ist auch ein ziemlich broken Monster. Sie ist halt wie Kirin im Pendel. Sie sagt halt aus, ihr könnt eine Altergeistkarte als Kosten auf die Hand zurücknehmen, um dann eine gegnerische Karte auf die Hand zurückgeben. Ist stark, muss man nicht viel zu sagen. Und dann hat sie noch einen zweiten Effekt. Wenn sie in den Friedhof geht, dürft ihr eine Altergeistfalle vom Friedhof die Hand nehmen. Auch ziemlich gut. So, Altergeist Mellowseek. Mellowseek ist eins auch euer Core-Monster. Mellowseek kann direkt angreifen. Wenn sie Schaden macht, könnt ihr die Karte vom Gegner auf den Friedhof legen. Also umgeht natürlich auch Effekte, die triggern bei der Destruction. Ich glaube, Minerva zum Beispiel triggert bei der Destruction. Ich weiß es aber jetzt nicht so genau. Das beste Beispiel wäre, glaube ich, Stardust Dragon, so, was halt viele kennen. Altergeist Pixie wird auch nicht gespielt. Auch ziemlicher Müll, gehe ich nicht drauf ein. Altergeist Prime Banshee ist okay, also man spielt sie einmal, um halt sozusagen OTKs zu machen. Man darf halt, wenn man Multifaker beschwört, nur noch Altergeist-Monster rufen, deswegen muss man halt so mit Prime Banshee und Hextia ein bisschen arbeiten, um halt krasse Boards aufs Feld zu legen. Sie tauscht halt eure Altergeist-Monster auf dem Feld gegen eins aus dem Deck aus, ist auch okay. Kann man Effekte triggern und sie addet euch eine Ressource, wenn sie kaputt geht. Also es ist. Nicht das Überaltergeist-Monster, aber sie ist okay. So, dann kommen wir zum Überaltergeist-Extra-Deck-Monster. Das ist Hextia. Hextia ist eure Spell-Trap-Negation. Sie sagt aus, ihr könnt einen Altergeist, auf was sie zeigt, weglegen, könnt eine Spell-Trap negieren. Das Ganze ist nicht once per turn. Das heißt, wenn ihr es schafft, mit zum Beispiel der Manifestation oder eurem Multifaker wieder ein Monster dahin zu legen, wo sie hinzeigt, könnt ihr wieder was negieren und wieder. Ziemlich broken. Des Weiteren kriegt sie den ATK-Push des Monsters, auf was sie zeigt. Und zu guter Letzt sagt sie noch aus, dass sie, wenn sie kaputt geht, euch aus dem Deck eine Altergeistkarte addet. Also ist halt sozusagen euer Boss-Extra-Deck-Monster. Dann Kid Dolga ist, keine Ahnung, ist nicht, ich spiel's nicht, ich bin jetzt nicht überzeugt davon. Das Monster sagt halt aus, wenn ein anderes Altergeistmonster Piercing oder allgemein Kampfschaden macht, dürft ihr vom gegnerischen Friedhof Monster specialen. Ja, und wenn sie kaputt geht, dürft ihr vom Friedhof Monster auf die Hand nehmen. Das ist halt, keine Ahnung. Ich glaube, Kid Dolga ist eigentlich nur dazu da, um es zu beschwören, um es direkt dann wieder wegzulegen, damit ihr eine Ressource aus dem Grave bekommt. Es ist nicht gut, weil die Sache ist halt, ihr müsst meistens Altergeist Multifaker nutzen, um halt große Linkboards zu bauen. Und dann könnt ihr eh nichts, was nicht Altergeist ist, vom gegnerischen Friedhof specialen. Deswegen nutzt es nicht so viel, das Vieh zu spielen. Gut, dann die Fallenkarten. Zauberkarten hat das Deck ja momentan noch nicht. Camouflage wird auch nicht gespielt, ist auch nicht sonderlich gut. Sagt halt aus, eure Altergeist-Monster können nicht mehr zerstört werden und euer Gegner kann stattdessen halt direkt angreifen. Naja. Manifestation ist wie ein Ruf der Gejagten, also ihr ruft ein Altergeist-Monster aus dem Grave in Attack wieder, equippt es damit.
Und außerdem sagt die aus, wenn sie im Friedhof ist, können sie verbannen, eine Altergeistkarte vom Friedhof auf die Hand zu nehmen. Auch okay. Super starke Karte, sollte man auf jeden Fall zweimal spielen. Weil sie halt auch euren Multifaker triggert, wenn ihr damit Multifaker ruft. Des Weiteren das Fallenmonster hier. Emulef, keine Ahnung, auf jeden Fall. Emulef sagt halt aus, ihr könnt einen Fallenmonster rufen und Altergeistkarten können nicht mehr angezählt werden oder zerstört werden durch Karteneffekte. Ja, der klingt gut in der Theorie, aber ich weiß nicht, so richtig habe ich noch nicht spielen können. Ich würde ihn echt gerne mal testen, mal gucken, ich probiere es vielleicht mal in Zukunft. So, Personal Spoofing, die Altergeistkarte, die keine Altergeistkarte ist. Spoofen sagt halt aus, ihr könnt einen Altergeist, den ihr kontrolliert, zurücklegen, vom Feld oder von der Hand ins Deck und dürft dafür ein Altergeistmonster auf die Hand nehmen. Das Geile ist, ihr könnt auch die Traps nehmen. Das zeige ich nachher auch in den Replays, dass man das halt benutzen kann, um ein paar Karten vom Gegner zum Spielen. So, dann haben wir noch zu guter Letzt die Bossfalle des Decks, das ist das Protokoll. Im Vergleich zu Hextia ist ja halt sozusagen eure Spell-Trap-Negation, ist Protokoll eure Monster-Negation. Ihr könnt nämlich eine Altergeist-Karte, die ihr kontrolliert, in Friedhof legen, dürft einen Monster-Effekt negieren. Und solange Protokoll liegt, und was macht sie auch natürlich mega stark, ist, euer Gegner kann keine Altergeist-Karten mehr negieren. Das heißt, keine Ashen mehr auf Multifaker, kein Strike mehr auf den Effekt von eurer Harpie. Kein Skill Drain, nutzt halt nichts mehr. Also ist schon auf jeden Fall eine krasse Karte. Gut. Also wie gesagt, der allgemeine Playstyle, wie gesagt, ist dieses so Negaten. Was spielt man deswegen da drin? Erstmal Ash und Ogre. Handtraps halt sind gut. Negieren halt auch, ist okay. Man kann Duality spielen, gibt auch Listen mit Sündenbock oder anderen Sachen. Oder halt irgendwie noch ein bisschen mehr Draw Power mit Knowledge oder sowas. Ist halt wie Geschmackssache. Desires halt ist es nicht so schlimm, wenn ihr irgendwas von der Engine verbannt. Da ja alles mehrfach spielt und alles eigentlich nur einmal braucht. TT ist ziemlich gut, also ich bin ziemlich überzeugt von der Karte. So, dann die Money Trap, die Transcience. Die Sache ist, ich finde Transcience gar nicht so wichtig. Also man kann das Deck auch ohne sie spielen. Es ist mit ihr natürlich besser, aber wenn man es jetzt nicht hat, ist es jetzt kein Hals- und Beinbruch. Also ich sage jetzt, ich muss zum Beispiel ehrlich gesagt sagen, ich finde TT momentan besser als sie. Oder ein Strike finde ich auch besser als sie. Sie ist halt ein Wailer, der halt gleichzeitig eine Falle ist. Und Wailer ist halt so, naja, in dem Format. Man kann sie sogar teilweise echt rausseiden gegen manche Matchups. So, was gibt's noch zu guter Letzt? Halt Strike und Judgment. Ja, ich finde Judgment ist eh broken, kann alles negieren. Ist krass und Strike halt auch nochmal schon einen Monster-Effekt, den ihr gerade gegen Pendel, die Pendel-Summons, die gehen, ist schon wichtig. Im Extra-Deck ist eigentlich meiner Meinung nach nichts relevant, spielt ganz Cherry-Targets, die Träume-Engine, weil ich halt den Platz habe und an sich braucht ihr halt wirklich nur die Clara, Hextia und die Bungie. Alles andere ist halt so nice to have. Könnt ihr halt dann, da könnt ihr auch theoretisch ihn noch dreimal reinpacken, wenn ihr wollt oder so, wenn ihr das Deck halt als Budget baut oder so, keine Ahnung. Wie ihr wollt, wie gesagt, ist halt jetzt nicht so wichtig. Gut, genug geschwafelt übers Deck. Ich denke mal, wir schauen uns einfach mal ein paar Replays an. Und da gehen wir mal direkt rüber. Und fangen ganz unten an mit Drew Draco, gegen was ich gespielt habe. So. Drew Draco, er fängt an und er hat auch ziemlich Nuts, meiner Meinung nach. Das Einzige, was ihm fehlt, ist, glaube ich, der Masterpiece. Und das ist halt der Grund, warum ich das Duell, denke ich mal, überhaupt noch. Also, warum ich überhaupt noch eine Chance habe. 4 Sets. Endphase, muss einen abwerfen. Okay, ich bin dran. Ich rufe Melusik. Melusik, wenn er jetzt durchgekommen wäre, hätte ich seine Majesty Maiden wegmachen können, ohne dass er die Maiden nutzen kann. Deswegen kommt direkt das Skill Drain. Das Skill Drain lockt ihn jetzt aber in dem Fall selber, weil er kein Masterpiece hat und auch kein Diagramm zieht. So, er macht meinen Melusik weg. Ich bekomme Multifaker. So, kann jetzt in der Endphase. Er macht noch eine Mais. Okay, hofft, dass er noch irgendwas mitzieht. Er kann in der Endphase. Kann ich Protokoll flippen und da Protokoll jetzt offen liegt, können Altergeistkarten nicht mehr negiert werden. Das heißt, er kann das Skill Drain nicht mehr benutzen. Aber ich kann, also seine Monster sind sozusagen negiert durch das Skill Drain und meine halt nicht. So. Und ich kann jetzt einfach jetzt schön jede Runde Ressourcen grinden, solange er nicht an den Masterpiece kommt, ist eh alles easy. So, er deckt nochmal auf, hat so sich wieder einen Demise, um an Masterpiece zu kommen. Auf den Anuivato mache ich jetzt direkt TT und damit hat er gar keine Monster mehr und jetzt gibt er auch auf, weil er halt, selbst wenn er jetzt ein Masterpiece hat, kriegt er halt kein Monster dafür aufs Feld raus. Das heißt, ich kann nächste Runde halt einfach komplett ausrasten und ihn OTK'en. Gut, machen wir weiter. Hier habe ich gemisplayed, das sage ich direkt, aber spiele gegen das neue Deck, was jetzt Ende des Monats rauskommt, deswegen habe ich 3 genommen. Also ich hätte
dass die Manifestation nicht setten dürfen. Ich muss sie auf der Hand behalten, damit ich Spoofen auf sie machen kann, um an Multifaker ranzukommen. Aber ich habe halt Glück, mein Gegner hat Overextended und ich kann TT machen. So, ich ziehe Desires, okay. Set noch eine Runde warten und ich habe mich da echt geärgert, dass ich das Spoofen, dass ich das falsch gespielt habe. Er zieht halt auch die Reihe. Ich kann jetzt halt in seine Engine gehen. Und die Brandish Engine sucht sich damit was, greift an. Und setzt noch einen, ich bin dran. Ich hoffe jetzt mit der Seite was zu ziehen, habe aber auch die Marionette gezogen. Das heißt, es ist auch egal, dass er mir das Strike, das Warning gibt. Judgment, Gott. Ich darf jetzt auf jeden Fall Multifaker suchen und bin damit jetzt in der Engine, das ist schon mal wichtig. So, Multifaker kommt, sucht mir Melusik. Ich kann Melusik opfern, nochmal zwei ziehen und habe jetzt auch noch eine Ash dazu. Dann kommt Marionette sucht mir wieder was. Und dann habe ich eigentlich schon ein relativ gutes Board liegen. Tausche jetzt nochmal aus. Greife direkt an, um halt Melusik zu triggern. Hier, ich hab gedacht, die triggert nicht, aber die triggert doch. Deswegen habe ich das so gemacht. Und der kriegt jetzt halt die in Endphase searcht. Ich suche mir nochmal Multifaker, baue jetzt hier Hextia und gehe in Prime Banshee, um den Ad zu bekommen, um nochmal an Multifaker ranzukommen. So. Und ich kann jetzt mit Protokoll sozusagen Kirin aufs Board legen. Der 2-1 ist auch relativ groß, da kommt er auch nicht ran vorbei. So, ich nutze nochmal Spoofen. Ja, echt das. Ist jetzt nicht so wichtig. So, nutze jetzt hier Protokoll. Multifaker kommt. Ich tausche hier aus, um die Melusik zu triggern. Aktiviere auch das Kirin. Und ich habe mir halt noch einen Kirin gesucht, weil ich gedacht habe, er wird das hier schießen. Und ich glaube, ich hatte keine Multifaker mehr. Ich glaube, ich hatte 2 gebanished, oder? Ne, einen hätte ich sogar noch gehabt. Ne, ich hatte keinen mehr. Passt, hab alle. Ja, und jetzt seht ihr ja, ich habe jetzt das komplette Setup, also ich habe alle Fallen aktiv, habe auch noch Manifestation, habe Zugriff auf Multifaker, kann jetzt mit Spoofen halt sorgen, dass ich halt nochmal an Melusik rankomme, um damit einfach anzugreifen. Die triggert, jetzt kann ich eben halt sozusagen die ganze Zeit die Backrow wegnehmen und solange er nichts irgendwie, nicht seine Backrows nutzen kann, hier seine Take-Control-Card und so weiter, ist er halt ziemlich am Arsch. Und das wird jetzt auch nicht mehr lange gehen. Er kann jetzt nochmal Kagami holen. Er sucht sich halt was. Er kriegt halt ganz viele Ressourcen auf die Hand, aber es bringt ihm halt nichts, weil, wie gesagt, er hat halt nur noch Kagami und die bauen sich jetzt auch weg. Und seine Reihe kann ich jetzt sogar negieren. Also er hat jetzt keine Monster mehr und hat jetzt nur noch Karten, die er nicht mehr nutzen kann, weil das bestimmt alles Zauberkarten sind. Manifestation kommt. Ich baue Hextia. Multifaker. Gehen Unicorn, um nochmal eine Karte hochzubouncen. Ist auch Co-Link, das heißt, ich darf eine Karte ziehen. Ja, und dann mache ich noch eine Wiedergeburt. Hol nochmal Marionette. Es reicht halt auch schon für Game. Ich habe halt einfach noch ein bisschen rumgespielt. Wollte halt noch ein paar Ressourcen mehr adden. Genau, baue jetzt noch den Greif, dass er halt wirklich gar keine Monster-Effekte mehr machen kann. Und habe jetzt halt wieder schön 5 Set und Ash auf der Hand. Und mache halt die 4K Damage, die ich brauche. Ja, an sich halt, wie gesagt, wenn man einmal im Grind-Game ist, ist es halt echt schwer für Gegner, dass die dann noch rauskommen. So, nächstes Replay. Was haben wir hier? Hier darf ich mal anfangen. Protokoll-Set. 2 weitere Set. Und ich spiele gegen, ich glaube, das ist hier, genau, das ist hier Lair of Darkness mit Elemental Saber und irgendwas. Ich habe das Video, glaube ich, nur, weil ich hier ein paar Hextia-Kombos zeige, rausgesucht. Ja, ihr seht ja halt, wie viel ich negieren kann. Also, das ist jetzt Turn 2, wo ich dran, das zweite Zug, wo ich dran bin. Habe jetzt das Hextia-Board mit Marionette. Und im Endeffekt ist es jetzt eigentlich schon vorbei, weil ihr seht halt, wie viele Negations ich jetzt rauslegen werde. So, das liegt jetzt auf jeden Fall im Protokoll für den Monster-Effekt negieren. Kann jetzt hier nochmal Manifestation adden und jetzt im gegnerischen Zug sozusagen in der Draw Phase oder wann mache ich es? Gut, ich habe noch die Summon gewartet. Genau, kann ich jetzt doch ein Hextia holen. Hextia holt mir jetzt Multifaker sucht mir Kirin. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 2 Spell Negations auf dem Feld und habe halt mit Protokoll noch eine Monster Negation. Kann halt nichts mehr machen, wenn er nur noch 3 Karten hat. So. Dann haben wir noch. Hier. Arbeite ich, hier zeige ich mal Spoofing, was ich vorhin erwähnt habe. Also mein Gegner macht jetzt hier Twin Twister. Und ich kann, und er target auch genau die beiden richtigen. Ich kann jetzt halt Protokoll-Chain, Chain Spoofen, adde mir mit Spoofen Multifaker und habe jetzt sozusagen den Twin Twister für Ausgleich geklärt und habe jetzt noch einen Kirin aufs Board bekommen. Also einfach mal, um es zu zeigen, wie man halt mit Spoofen spielen kann, was da halt so für Möglichkeiten da sind. Ja, und jetzt ist es eigentlich schon wieder vorbei, weil ich habe halt 4 Handkarten, kann jetzt hier komplett ausrasten. Kann jetzt hier komplett durchkomboen, rufe jetzt Multifaker, kriegt wieder Effekt und so weiter. Und dann lege ich schon wieder so viele Negations, dass er selbst mit 5 Karten halt nichts mehr machen kann. Also man darf das Deck echt nicht
ins aufbauen lassen, dann ist es halt, ist wie bei Palio. Wenn bei Palio auch einmal irgendwie auf Fabinia, Toad und 4 Set oder so liegen, hast du halt auch verloren. Und hier ist das Gelbe halt mit Hextia. Also wenn du einmal Hextia-Lock hast mit 4 Set oder so, ist dann halt auch genauso vorbei. Ah, und jetzt ist es halt echt nur noch spielereisch. Ich baue jetzt halt ein bisschen rum. Hol noch Marionette raus. Tausch nochmal aus. Für noch ein Monster. Bau die zweite Hextia. Krieg jetzt halt nochmal die beiden getriggert. Kann mir noch Karten suchen. Also noch ein Multifaker und noch eine Trap. Ja, ist halt vorbei. Gut, dann haben wir noch ein paar Replays aus dem Stream von gestern. Hier habe ich, ja, das habe ich reingenommen, weil ich 3 Strikes hatte und einfach mit Strike sein Leben beendet habe. Ach ja, und ich habe es reingenommen, um zu zeigen, warum man die Clara spielt. Ich gehe zwar jetzt First, also eigentlich nutze ich es eher, wenn man Second geht, aber einfach mal zu zeigen. Ich habe jetzt wirklich keine Engine-Karten, ich habe nur Mellow-Seek. Und mein Gegner hat kein Monster, um meine Mellow-Seek wegzumachen. Das heißt, ich kann jetzt Mellow-Seek flippen, greife direkt an, mache mit ihr Schaden und mein Fistur kann ich sie halt opfern für eine Links sammeln und komme so in Multifaker und somit an die Engine wieder. Bei den Amis geht das halt leichter, da ist Linkoribe schon erlaubt, deswegen können die halt einfach Linkoribe spielen, müssen halt nicht extra Main Phase 2 gehen. Aber ich wollte es einfach mal gezeigt haben, damit ihr halt seht, okay, es ist halt wichtig, dass ich mir ab und zu mit Mellow-Seek was suchen kann. Weil hätte ich das nämlich jetzt nicht gekonnt, hätte ich jetzt den Multifaker nicht beschwören können, nachdem ich das Feld Tät hätte. Und so bin ich jetzt halt einmal wieder in der Engine drin, mein Gegner hat keine Karten mehr und schlägt jetzt wieder 4 Negations und spiel's vorbei. So. Also ich habe jetzt eine Monster-Effekt-Negation und eine Spell-Trap-Negation, das ist schon vorbei. Ich will jetzt noch ein bisschen rumspielen. Trigger halt noch alles, um noch ein bisschen mehr Plus zu kriegen, um noch einen Kirin aufs Board zu legen. Kann jetzt mit den beiden halt wieder Hextier bauen, genau. Und Endphase und deshalb liegt halt wieder Manifestation. Ich rufe dann halt hier noch ein Monster rein und hab jetzt wieder alle Negations da. Multifail kommt auch noch. Kann ich nochmal schön hier einen Plus machen, wenn ich ihn nutze. So. Ja, und jetzt spiele ich halt noch ein bisschen mehr rum. Da hat mein Gegner dann gemerkt, okay, ich gebe auf. So, dann habe ich hier noch ein Replay, wo ich zeige, warum die Falle doch ganz gut sein kann, hier die Transcience. Also hier habe ich erstmal wirklich die Kombo, dass ich halt Multifaker und Transcience stand habe. Und ihr seht halt, ich kann sie halt dann direkt von der Hand spielen und kann jetzt Multifaker rufen und Kirin First Turn mein Gegner aufs Board legen. Und mein Gegner kann ja nicht angreifen, weil es ja sein erster Spielzug ist. Ja, und wenn ihr halt einmal 2 Monster habt und dann vor allen Dingen, wenn ihr dann noch Marionette dazu habt, dann reicht es halt, um übelst auszurasten. Ich habe jetzt hier halt richtig gut auch noch mit der Wiedergeburt. Also ich lege jetzt halt schon wieder so viele Negations aufs Board, dass nicht mehr feierlich ist. Kann jetzt, glaube ich, auch noch Marionette nutzen. Ich habe gerade gar nicht drauf geachtet. Ich glaube schon. Ja, genau. Mach jetzt noch Marionette. Hol damit nochmal Hextia wieder. Und dann liegt halt so ein Board da. Dann habe ich jetzt schon wieder 4 Set. Kann halt wieder mehrere Spells negieren und Monster-Effekt. Und habe auch noch zur Not Ash. Und er kriegt auch noch richtig viel Schaden. Also das ist halt auch. Also wenn ihr das dann mal einmal habt hier, die Combo, dann ist sie schon broken. Aber ihr müsst halt wirklich Transcience und Dings ziehen. Und halt Multifaker, dass sich das lohnt. Gut, dann noch das letzte Replay. Ja, was habe ich hier? Hier habe ich, glaube ich, auch nicht so gut gezogen. Ah, jetzt hier beim Multifaker, nevermind. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich das mit reingenommen habe. Ja, auf jeden Fall hier auch Standard-Opening für Set Go. Twin Twister, er schießt mit 2, ist jetzt auch nicht so, ist jetzt nicht so wichtig. Und ich habe jetzt nur noch Transcience. Also, ich weiß gerade echt nicht. Ich habe es einfach noch mit reingenommen, keine Ahnung. So, kann ich jetzt wieder Multifaker rufen. Ach ja, ich glaube, hier spiele ich einfach nur mit Multifaker und Kirin. Also, dass ich einfach nur die ganze Zeit stall, weil ich halt hier nicht an die Engine rankomme. Ah, genau, ich ziehe noch einen zweiten Multifaker und mache jetzt einfach ein bisschen Poke-Damage. Also, ich hätte jetzt in der Theorie jetzt auch mit den beiden einen Dings bauen können. Das war auch halt ziemlich dumm, warum habe ich das nicht gemacht? Ich hätte ein Dings bauen müssen, das Extra-Deck-Monster, weil ich ja die Manifestation im Grave habe. Ah, naja, spielt's halt so geht's halt auch. Und so mache ich halt langsam jede Runde den Poke-Damage und kann jede Runde mit Kirin halt einfach bouncen. Mit Spoofen kann ich halt nochmal ein Monster rausbringen. Er hat halt wirklich nur Monster, ihr seht's ja, er kommt halt nicht darauf, ein Feld aufzubauen, dann ist es halt auch egal. Und jetzt mit Spoofen raste ich halt jetzt komplett aus. Trigger Multifaker, kann jetzt Marionette holen und so weiter und dann ist es halt wieder vorbei. Ach, ich hätte das besser spielen können, sehe ich gerade. Ich hatte ja die Falle im Trap, im Grave. Ach, es war halt auch im Stream, da habe ich auch ein bisschen viel gequatscht nebenbei, vielleicht hab ich's gar nicht gesehen. So, dann baue ich jetzt hier nochmal volles Feld auf. Genau, und dann mache ich Game. Klaue nochmal die letzte Karte auf dem Feld und das reicht dann. Jo, das auf jeden Fall so ein bisschen zu Alter Geist, so ein paar Replays, dass ich euch was gezeigt habe. Und gucken wir uns das Deck doch nochmal an. Also wie gesagt, Side-Deck halt, was spielt man so als Side-Deck-Karten? Wiretap,
ASF-Kammerspiel. Man kann aber auch Rivalität der Kriegsherren spielen, ist auch okay. Evenly matched gegen True Draco momentan noch. Typhoon ist gut. Ihr habt es ja gesehen im Replay. Also es wäre dasselbe gegen Pendel, wie als wenn ihr Trend Science startet. Raikiki Darkur gegen Masterpiece und Cherry halt wegen den ganzen Cherry-Targets. Gut, das auf jeden Fall zum Deck. Also mir macht es momentan viel Spaß. Ich spiele das Deck ja auch real life und kann es halt nur weiterempfehlen. Ich finde es halt, das Einzige, was mich ein bisschen momentan stört, ist halt echt extrem teuer momentan noch. Also ich verstehe halt nicht, warum Multifaker und die ganzen Altergeist-Viecher so teuer geworden sind. Ich hatte halt Glück, ich hatte halt Marionette und Mellowseek noch. Und die Falle ist halt auch, also wie gesagt, ihr könnt es auch ohne die Falle spielen, ist auch nicht schlimm. Gut, dann möchte ich zum Schluss nämlich nochmal beim Kian bedanken, der mir Anfang der Woche oder Anfang oder Mitte letzter Woche mal eine Altergeist-Deckliste geschickt hat, damit ich ein bisschen reingekommen bin in das Ganze. Also Kian, für die, den ich kenne, ist der Kleine von Team Trend, der Winzling. Und dann möchte ich nochmal sagen, guckt auch nochmal beim Family Force Channel vorbei. Da hatte ich ja auch ein Deck-Profile und ein Top-8-Profile. Da sage ich auch nochmal was zum Deck. Und da ist auch nochmal ein Featured-Match, wenn ihr wollt. So ein richtiges Turnier-Featured-Match gegen Drew Draco, wo ich halt spiele. Da könnt ihr euch auch nochmal ein bisschen so angucken, wie das dann im Turnier aussieht. Und wie man damit dann halt auch gegen so ein bisschen, also so ein Best-of-4 und sowas mit dem Deck dann spielt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder so zum Deck habt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare oder so. Man kann ja da immer ein bisschen diskutieren, reden drüber. Und schreibt mir bitte nicht irgendwie 5000 Kommentare, ich hätte das besser spielen können oder das spielt man anders oder nicht. Das ist halt wirklich nur so ein Einführungsvideo, wo die Leute halt lernen sollen, wie das Deck funktioniert. Und ich bin jetzt hier kein perfekter Turnierspieler. Also es ist halt wirklich nur zum Vorstellen und zum Zeigen. Dankeschön. Tschüss.